Hallo, mein Name ist Sebastian Tietkau und ich arbeite als akkreditierter Assistent für ein Mitglied des Europäischen Parlaments. Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem die Unterstützung meiner Abgeordneten in ihrer Arbeit zum Thema LGBTIQ, also lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich, intersexuell und queer. Ziel der EU ist es, dass alle Menschen sicher und frei leben können. Sie sollen keine Angst haben müssen vor Diskriminierung oder Gewalt aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung, ihrer Geschlechtsidentität, des Ausdrucks ihrer Geschlechtlichkeit oder Geschlechtsmerkmale. Leider ist dies nicht in allen EU-Ländern der Fall. Wir sehen, dass zum Beispiel in Polen oder Ungarn LGBTIQ-Menschen nicht immer die gleichen Rechte haben und systematisch diskriminiert werden. Darum hat die Europäische Kommission im Jahr 2020 die erste umfangreiche LGBTIQ-Strategie vorgestellt. In der Strategie wird unter anderem vorgeschlagen, die Liste der EU-Straftaten um Hassstraftaten einschließlich homophober Hetze und Hassdelikte zu erweitern. Elternschaften bei Regenbogenfamilien sollen auch in grenzüberschreitenden Situationen gelten. Also eine Familie in einem EU-Land soll eine Familie in jedem EU-Land sein. Im Europäischen Parlament wollen wir sicherstellen, dass LGBTIQ-Anliegen in der EU-Politik angemessen berücksichtigt werden. Dabei unterstützen wir die Europäische Kommission in der Umsetzung ihrer Strategien. Wir machen aber auch dort zusätzliche Forderungen, wo die Vorschläge nicht weit genug gehen. Die LGBTIQ-Gemeinschaft soll die gleichen Chancen auf Wohlstand, Entfaltung und voller Teilnahme an der Gesellschaft haben. Mit meiner Arbeit im Europäischen Parlament möchte ich dazu beitragen, dass alle Menschen der EU frei und sicher leben können.